Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen A Way Out. Bei mir ist heute wieder die Leo. Hoho. Und wenn ihr das Spiel kennt, dann wisst ihr, A Way Out ist ein Koop-Spiel. Man kann es also nur zu zweit spielen. Online oder lokal ist dabei egal, aber wichtig ist, dass man es alleine nicht hinbekommt. Und ja, was uns dort jetzt alles erwartet, wissen wir selber nicht. Wir sind gespannt, das Spiel ist erst kürzlich erschienen. Und wir gehen jetzt einfach mal rein in ein neues Spiel. Hey Vincent, what's your plan after this? I don't know. Haven't really thought about it. You haven't thought about it? That must be a first for you, Mr. Overthinker. There's a difference between overthinking things and being smart, Leo. Are you implying that I'm not smart? Your words, not mine. Hey, I might not be smart in your book, but I do get shit done. Can't argue with that. So, wir müssen uns jetzt jeweils für einen Charakter entscheiden. Wir haben hier Vincent Moratti. Moretti? Genau. Und Leo Caruso. Leo wird sich höchstwahrscheinlich für Leo entscheiden. Definitiv. Wie wir sehen, warst du nur 8 Jahre in Haft. Ey, aber bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung und schwerer Diebstahl. Du hast nur Mord. Nur Mord. Hab auch nur 14 Jahre dafür gesessen. Ist aber auch komisch, oder? Für Mord? Tja. Also Totschlag, okay, aber Mord? Wegen guter Führung, keine Ahnung. Rational, diszipliniert, zurückhaltend. Jo, passt ganz gut. Hey, ich bin aufbrausend und sarkastisch. Sarkastisch stimmt. Waisenhaus, okay. Highschool-Liebe. Ah ja. Bankensektor hat Moretti gearbeitet. Okay, also Leo hat auf jeden Fall eine Frau und einen Sohn, für die er wahrscheinlich rauskommen will und alles wieder ein bisschen zurechtrücken. Ja, und Vincent hat das schnelle Geld gesucht und deswegen ist er in Richtung Verbrechen gekommen. Oh, dann würde ich sagen, schauen wir mal, wo das hinführt. Jo. Wie ihr schon mitgeschnitten habt, die Dialoge sind alle auf Englisch. Aber wir sind ja alle einigermaßen des Englischen mächtig. Und wenn nicht, da sind ja die Untertitel. Ein Hoch auf die Untertitel. Ja, es ist ein kleines Spiel von einem Indie-Entwickler, soweit ich weiß. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass es komplett lokalisiert wird. Abgesehen davon habe ich es in England bestellt. Also wäre wahrscheinlich hier die englische Version hier gelandet. Anzunehmen. Ja. Falls ihr es euch auch kaufen wollt, es gibt Alternativen zu Amazon, die günstiger sind. Nur so am Rande. Naja, vielleicht ist es mittlerweile auch wieder verfügbar bei Amazon und zum gleichen Preis. Ja. Es war nur zum Start erstmal sehr gut vergriffen, das Spiel. Wie gut der Splitscreen funktioniert. Oh ja. Wir jetzt oftmals geteilt arbeiten. Ja, jeweils das Geschehen, was wichtiger ist, wird in den Vordergrund gerückt und ist auch ein bisschen lauter dadurch. Und wir spielen es natürlich mit der PS4. Ich weiß gar nicht, gibt es das für PC auch schon? Ja. Ja.
sieht bergig aus da in der Umgebung. Okay. Schwupps. Das erinnert mich wieder an alte 24-Zeiten. Da wurde das so ein bisschen eingeführt in der Serie, dieses Splitscreens. Ja, stimmt. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Nein, nicht mehr kleiner. Was? Mein Bildschirm wird kleiner. Ja, es ist Schlägerei. Ach, und die ist wichtiger. Ja, natürlich. Hey, are you okay? What do you want? Nothing. Then walk away. Sure. Hey, oh my god, man. This place is bad. It's really, really bad. I don't know. I can't survive in here. I don't belong in here, man. Hey, I'm sure you'll be fine. You don't get it, man. We're fucked in here. Just try to calm down, okay? Worrying about it won't make it easier. I know. I just can't help it. It's way too crazy in this joint. You're up. Get sleep, in there. Eat, fight. I'm afraid you'll have to get used to it. Oh, man, I can't get used to that. I can't even fight. You better learn fast, then. Oh, boy. I'm a dead man. Ach, du bist nicht tot. Du lebst doch noch. Einfach immer ducken und das machen, was die anderen sagen. Mhm, duck dich, die Lava kommt, ja. Und was ist mit dir? Hey, what's up with you? Having the best day of my life, man. I'm telling you, best day ever. Klingt nicht so. Why's that? Well, I got beat up, all my shit got stolen, and my parole got denied. Sucks to be you. Makes my day look great. Man, thanks for your support, asshole. Anytime. Okay. Ist das meine Zelle oder was? Keine Ahnung, was das ist. Autsch. Waschen. Das geht aber auch netter. Jetzt mit einer Dusche. Isn't this enough? Hey, guard. Ja, aber... My name is Williams, and this is my prison. Any questions? Yeah. When are we allowed visitors in here? Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard him, man. Move out. We don't have all day. Go, 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 go. Ganz ruhig. You two, break it up now. Harvey senses the guards. Fuck you and him. Mhm. Warum müssen die da nackt rumlaufen? Damit sich jeder das Frischfleisch angucken kann oder was? Richtig. Come on, get up the stairs.
your floor. Keep going, butt cheeks. Let's go. Get in your cell. Get dressed. Meditiert er? What's up with you? Meditation, man. What the hell is that? It'll set you free. Close up 49. Took you long enough. Oh, yeah? You don't look free to me, man. I'm free, man. You don't get it until you try it. You want me to show you how? Nah, not my thing. Good luck with your freedom in there. Oh, geil, die Toilette. Hey, Leo. So, looks like you got yourself a new neighbor. Who is it? I don't know, man. Some white guy. Thanks for the update. Yeah, no problem. Let's go! Inside! Hey, relax. I said do it! Go! Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Du warst also schon länger im Knast. In dem hier. Ich glaube, du wurdest dann versetzt, oder? Wer weiß. Verlegt, meine ich. Hey, Leo. What? Someone wants to talk to you. Yeah? Who? I don't know, man. He's over there. That's all I know. Mhm. Over there. Also, die beiden da. Na gut, reden wir. What are you guys looking at? See that guard over there? I hate him. He put me in the hole for 3 weeks. I'm gonna kill him. No, man. You can't do that. They'll just throw you back in and it'll be for good this time. No. I don't care. I'm still gonna kill him. Your friend is right. Taking out a guard would put us all in a world of pain. What are you saying? Huh? You siding with the guards? It's none of your business. No, I'm siding with common sense, you idiot. You take him out, you're gonna make all our lives miserable. Yeah, I agree. Listen to him. I don't care. He's a dead man. Whatever. Good luck, man. Tja. Dumme Leute kann man schlecht überzeugen. So, first day at school? First day at this school. I've been to other schools. I bet you have. Take a look around. If you see any ladies, let me know. I'll let you know the second I see one. Hey, that's mighty neighborly of you. I'm a neighborly kind of guy. Half the time someone gets killed, it's in their sleep. Yeah, guess that's true. Like I said, you're the lucky one. Hm. I never thought about it that way. Obwohl Schlaflosigkeit wirklich nichts Gutes ist. Na, ich seh dich. Ja? Hm. Links von dir. Ja. What do you want? This is a private conversation. Go away and mind your own business. You two always sit down here. Why is that? Why do you care? I don't care. I'm just curious. Curious ain't no good. Get you in trouble, you know. Ha! You guys really scare me. Hey, what's up with you? My wife left me, man. I got nothing anymore. Nothing to live for. Nothing. Him, Züger. Yep. What happened? She met another guy. Whoa. That's a tough one. You're telling me. Stay strong, man. I'll try. What the hell are these guys up to?
Yes. Whoa, what's going on here? Well, he's a chiropractor. He's gonna fix my neck. Chiro what? Uh-huh. He fixes people up, snaps things back into place, you know? Ganz sicher nicht. Does it work? Yeah, man. Are you sure it isn't just a way for him to get some close physical contact? Mm-hmm. What? Well, you know, from where I'm standing, it doesn't look too good. Looks to me like he's trying to snap some other things in place. Wait. What do you mean, huh? What do you mean? Well, never mind. I'll leave you to it. Hey, thanks. Yeah. Hey, mind your own fucking business. Let me go! There you are. It's my first it's day. It's time to play. I'm just checking the place. Uh-huh. Your first day is gonna be your last the day. What the fuck do you want? Right it's now. Not about what nice I want. Nice to meet you too. It's about what Harvey wants. That piece of shit better be happy he's on the outside. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Hilfst du mir bitte? Tja, im Moment bist du allein. Get in there, new fish! Hey, what the hell? What are you doing? Come on! Go, Dragon Man, kill him! Huh? Take him down! You idiot. Come on, motherfucker! Konzentration. Jetzt kommt ihr. Naja, klar, wenn Anna gewonnen hat, vorher nicht. Order! Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. You, keep moving. Yeah. Stay the hell away from me, okay? Und danke. Here you go. Come on, I don't got all day. All right, thanks. Yeah. Next. Yummy. Der gute alte Gefängnisfraß. So, liebe Leute. An der Stelle machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Bevor wir uns diese nette Mahlzeit schmecken lassen, sagen wir euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mitch und eure Leo. Ciao.